Willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Olive Town. Und wenn ihr mal rechts oben guckt, dann steht da Winter und es schneit vielleicht sogar. Das ist ein Schneemann. So, was steht denn eigentlich im Winter an? Heute Geburtstag von Cindy. Okay, was haben wir für Feste? Das Angelturnier im Winter. Eisangeln oder was? Und Schneefeuerfest. Okay, das klingt cool. Bin ich gespannt. Aber jetzt gehe ich erstmal raus und schaue mal, was überhaupt so los ist. Weil das ist ja mein erster Winter hier im Spiel. Schnutzilla wird wahrscheinlich drin bleiben bei dem Wetter, denke ich mal. So, bin ich mal gespannt jetzt. Ah, es schneit. Klar. Ein bisschen mehr Schnee könnte liegen, aber vielleicht kommt das noch. Okay. Das ist fertig. Jetzt ist die Frage. Nee, das bleibt erstmal leer. Ja, das ist leider alles kaputt jetzt. Ist klar. Und wird nochmal schön zugeeist jetzt. Okay, da muss ich erstmal zu den Tieren. Oh, schöne Musik. Schön Winter. Dum, 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 dum. So, ihr werdet bestimmt drin bleiben, ne? Ich meine, ich werde mal draußen versuchen, an der Glocke zu läuten, aber ich denke mal, bei dem Wetter, bei der Kälte, kommen die nicht raus. Ja. Und ich muss halt schauen, ob ich mit dem Futter über die Runden komme. Ich denke mal schon. Ja, doch, das wird schon, das wird schon. Okay, also Winter kommen die nicht raus. Das heißt, sie bleiben einen lieben langen Tag drinne. Es könnte mit dem Futter vielleicht doch knapp werden. Mal gucken. Ansonsten kann ich ja zukaufen. Das müsste ja eigentlich gehen. So, komm her. Halt mal hier. Oh. Ah, die Taschen sind schon wieder voll. Ah ja, man kennt's, man kennt's. Ja, und dann wird hier draußen ein bisschen umdekoriert. Damit werden wir, ja, werden wir gleich anfangen. Das weg, das weg. Ja, wie gesagt, diese Saison werde ich noch mit den Sachen Geld verdienen. Also einfach verkaufen. Und nächste Saison werde ich das dann alles behalten. Und dann mal zum Kochen benutzen. Oder für was auch immer. So, Brownie, bleib mal hier, Mensch. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Mutzilla gestreichelt habe. Wenn nicht, war das jetzt doppelt. Gut, dann brauche ich einmal meinen Hammer. Dann kommt das hier einmal alles weg. Die ganzen Felder kommen auch weg. Hätte ich auch anders machen können. So. Achso, ich muss ja mal den ganzen trockenen Kram runterhauen. So, das kommt alles weg. Dann sammle ich die Sprinkler ein. Ah, ich muss dann ja auch mal gucken. Man kann ja Sachen anbauen jetzt, angeblich. Ich glaube, es gibt so ein paar Wintersachen. Schauen wir gleich mal nach. Einrichtung abbauen. Ja, die müssen weg auf jeden Fall. Ach, hier sind ja auch noch Wege. Das ist ja verrückt. Wege sind schon Felder. Mann, ich bin ja völlig durcheinander. So, einmal das und das. Und alles weg. Das kommt auch alles weg. Einsammeln. Zäune muss ich mir auch noch ein bisschen herstellen, aber ich glaube, ich habe so viel Holz. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Und ich finde die eigentlich auch ganz schick, die weißen Dinger. Doch, doch. Oh. Ja, abbauen. Abbauen. Ah, ja klar. Natürlich ist die Tasche voll. Kann ich was verkaufen? Jo. Die Milch noch weg. So. Dann das auch. Alles kommt weg. Alles kommt weg. So. Die Wege glaube ich auch. Ja, doch, doch. Machen wir weg. Gut. Dann brauche ich die Zäune. Zwar machen wir mal so weit wie es geht. Machen wir hier dicht.
Geht ja nicht. Ja, okay. Hier geht schon nicht mehr. Naja, es ist halt, wie es ist. So, den Baum lasse ich da in der Mitte. Und dann mache ich hier komplett zu. Weil dann ist das der Bereich für die Tiere. Also für die aus dem Stall. Aber ich kann das auch anders machen, ne? Ja. So geht's besser. Da muss ich mehr Dinger herstellen, auf jeden Fall. Obwohl... Ich kann die hier unten erstmal wegnehmen. Ich brauche sie nicht. Erstmal, ich weiß noch nicht genau, was ich hier unten mache. Wir müssen die Sprinkler weg. So. Sehr schön. So, dann mache ich das auch hier so weit zu, wie es geht. Ach, Junge. Ich stelle die einfach so, genau. Oh, geht da noch was? Ich glaube, das ist das letzte Feld hier, ne? Und dann kann man, glaube ich, nichts mehr hinstellen. Hey, hier ist Ende, okay. Ich könnte das jetzt hier noch ein bisschen zumachen. Ja, weiß nicht, ob das was bringt. Dann komme ich hier noch ein bisschen hin. Ja, das ist, nee. Ist gehüpft wie gesprungen. Ja, ich finde, so kann man das machen. Na, dann ist das der, das ist hier der Bereich für die Tiere hier aus dem Stall. Und da drüben ist es ja eh schon abgetrennt. Ja, die sind ja eh hier. Haben eigentlich schon ein sehr großes Areal. Da kann man gar nicht meckern. Ja, für die kleinen Hühnchen ist das schon eine ganze Menge. So, und dann gehen wir mal zu Angela und schauen mal, was wir anbauen können. In dieser Saison. Ja, ich muss da mal gucken. Hier rein? Ja, da rein. Okay. Davon können wir natürlich nichts nehmen. Oh, viel Futter, ich wollte sagen. Ach, gibt es doch nichts im Winter? Doch. Die im Winter ausge... Warum kann ich das nicht? Da hat sie nichts von. Null, null... Nee, Quatsch, null ist die Qualität. Alles klar. Meine Taschen sind voll, wie immer. Ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen lernen müssen. Ey, es gibt richtig viel anzubauen. Das ist ja krass. Das ist ja richtig, richtig krass und auch richtig gut. Also hier komme ich ja nicht durch. Na ja, gut, dahin wäre ich durchgekommen. So, denn ich möchte hier Felder anbauen. Seht ihr dann wie? Das hier wird auch wegkommen. Ich weiß noch nicht, was hier hinkommt. Da mache ich hier die Felder hin. Könnte ich auch. Könnte ich auch, aber da hatte ich jetzt keine Idee. Eigentlich wollte ich... Zeige euch mal wie. Also so zeigen ist gut. Ich kann es ja gar nicht richtig zeigen. Ich wollte halt hier... wenn das hier... Aber das passt auch ganz doof mit dem hier. Wollte halt hier auch so einen Weg bauen. Also meinetwegen hier mache ich den Weg so. Na gut, der wird ja so ein bisschen so, zack und dann so. Und dann hätte ich hier so einen Weg lang gemacht. Und hier oben hätte ich immer so Felder gemacht. Jeweils. Bam, 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 bam. Und hier unten auch, dass man hier so lang läuft. Und links und rechts sind die ganzen Felder. Also oben, unten, beziehungsweise vom Weg. Aber dann wäre hier schon Ende. Und das hier unterbrochen wird. Jetzt habe ich halt die Idee, dass ich vielleicht hier die Fertiger hinstelle. So ein fertiger Park irgendwie hinbau. Weil das mit den Fertigern bei mir gefällt mir nicht. Ist mir auch zu weit weg. Und hier vielleicht Felder hinbau. Also das muss erstmal alles weg. Weg. Soll so nicht bleiben. Ist auch die Frage, baue ich mir jetzt größere Sprinkler oder arbeite ich einfach mit den kleinen weiter? Für größere Sprinkler, glaube ich, brauche ich dann auch schon Gold. Ich will jetzt nicht mein ganzes Gold verheizen. Ich muss, also ich weiß nicht. Ich muss ja jetzt nicht viel größere Felder bauen. Da verdienst du mehr Geld, ja. Ich habe so viele Sprinkler jetzt, also. Das jetzt sein muss. Ich weiß nicht. Ich kann gleich mal gucken. Weil das finde ich so ein bisschen schade. Oder gibt es einen Recycler für Gegenstände? Das wäre richtig gut. Wenn ich das jetzt in so einen Recycler stecken könnte, dann kriegst du zumindest einen Teil der Ressourcen wieder. Oder man die generell zerlegen könnte. So ist ein bisschen schade, ne? Dann kannst du einfach nur verkaufen. Ja gut, verkaufen kannst du, klar. 37 Stück.
Bis zu 100 Stück kann ich davon gleichzeitig haben. Nicht schlecht. Okay, wo ist denn der große Sprinkler? Da ist er, ne? Wie viel waren das nochmal, wenn du diesen Hilfe auf deinem Feld platzierst? Wird es automatisch jeden Morgen alle Pflanzen im Umkreis. In einem Umkreis. Ist auch eine gute Beschreibung, ne? Bewässert in einem Umkreis. Okay, ich weiß Bescheid jetzt. Ja, dann müsste man mal einen ausprobieren. Steht das bei den anderen nicht bei, wie viel der macht? Die will ich alle weghaben. Ja, ich könnte es wahrscheinlich auch einfach weggehen lassen, aber ich will hier was bauen. Ich brauche den Platz. Das muss alles weg. Ich glaube, es gefällt mir wirklich besser, wenn ich die ganzen Fertiger da nach unten hole. Ich glaube, das ist schöner. Da muss ich so nochmal gucken, wie viele brauche ich von jedem. Ich glaube, von den Holzdingern brauchst du einfach mehr. Bis jetzt noch. Von den anderen so Joghurt und was weiß ich, da reicht mir immer einer. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht stellt man da irgendwann doch mal ganz viel davon her und dann... Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ihr könnt ja mal... Genau, das ist mal eine gute Idee. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel Fertiger von jedem habt ihr oder wie habt ihr euch das gemacht. Das wäre immer interessant. Also, klar, also ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, so Erzfertiger, da hat man dann wohl mehr, so wie ich ja auch. Guck mal da. Ja, fein. Warte mal, da müssen wir noch mal ein Foto machen. Ich habe keinen Platz mehr für... Na doch, ich kann ein paar Sachen wegstecken. Jetzt hole ich das auch raus. Hallo. Fotoapparat, danke. Wo ist es denn? Nee, nicht zu dich dran. Oh, süß. Ja, da kann ich sehen. Ich stell dich mal hin. Oh. Putzig. Wirklich putzig. So. Dann mache ich mal die restlichen Felder weg. Dum-dum. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich werde das so machen. Ja, und hier irgendwie mit den Feldern rumhantieren. Also ich denke mal, dass der größere Sprinkler einfach die doppelte Menge an Feldern bewässert um sich rum. Schätze ich mal. Woher wusste ich denn bei dem anderen? Ich glaube, weil es jemand von euch geschrieben hat. Bei dem wird auch nur stehen, jo, bewässert um sich rum halt irgendwie die Sachen. Und da hast du dann richtig was mit gewonnen. Warum ist das nicht einfach ein Quadrat und nicht so ein Kreuz, ey? Das nervt voll. Weil er manche Sachen dann einfach nicht mitnimmt. Es wird schon wieder dunkel. Ist auch die Frage, da habe ich nicht drauf geachtet, hat man immer die gleiche Menge an verschiedenen Saaten in jeder Saison, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt 8 Felder für jede Saison, weil es immer 8 verschiedene Saaten gibt? Oder variiert das? Habe ich nicht drauf geachtet. Dass man sich fest sowas einrichtet, sagt, okay, ich brauche immer 8 Felder oder so. Ich müsste mal so ein bisschen was loswerden, weil ich bin so ein bisschen überladen. Wege. Das Herren sind unergründlich. Aber eigentlich brauche ich die Wege, ja. Die Wege brauche ich. Ja, das ist falsch. Ja. Genau, da habe ich ja noch voll viel in den Taschen gehabt. Weil ich das ja alles weggemacht habe letztes Mal. Ja. Den Honig kann ich da noch reinpacken. Und dann würde ich ganz gerne mal einen Sprinkler herstellen. Dazu brauche ich Gold, Silber und Eisen. Apropos, dann könnte ich aber auch mal Gold, Silber und Eisen wieder auffüllen. Also herstellen. Ich glaube, man braucht am meisten Eisen. Aber trotzdem. Oh, Gold. Habe ich ja richtig viel.
Und ich kriege wieder eine ganze Menge. Nein, nicht abbauen. Ich will da was herstellen. Okay. Gut, die sind erstmal beschäftigt. Die anderen, voll viele habe ich noch überhaupt nie irgendwie benutzt, ne? Mayonnaise-Maschine, die, keine Ahnung, was Pulvermaschine nicht. Da. Ja, Steine brauche ich nicht, habe ich einen ganzen Stack. Okay, dann stellen wir mal ein so ein Ding her. Dann sehe ich am nächsten Tag, wie viel der um sich rum macht. Erstmal ein. Blim. Verbesserter Sprinkler. Und dann... achso. Ja, ja, ich brauche die Hacke. Okay, okay. Also warte, wir machen das einmal so, in jede Richtung. Dann schaue ich mal. Vielleicht ist es ja auch genau so viel. So, das ist ein bisschen blöd, ne? So, vielleicht ist es auch genau Feldgröße. Ich werde aber nochmal jeweils ein Feld weitermachen. Ich glaube, größer wird es nicht sein. Damit ich sehe, okay, hier macht er jetzt nichts mehr. Hier werde ich auch nochmal hinmachen. Ich mache hier nochmal hin. Ich glaube, das ist so riesig, wird es nicht sein. Damit ich sehe, ob er die auch noch nass macht. Weil dann wüsste ich, okay, nochmal drumherum. Doof ist, wenn jetzt alles nass ist. Dann weiß ich, okay, dann weiß ich. Aber nee, nein, niemals. Niemals so. Bei Angela war ich jetzt leider nicht mehr. Aber dann mache ich das morgen. Kommt noch ein Tag nicht ein. Ein Tag verloren, ist egal, ist nicht schlimm. Hier wird jetzt eh ganz viel umgestaltet. Also, einiges umgestaltet. Genau, und hier kann ich jetzt, warte mal. Da mache ich doch hier 10 Honigdings hin. Das ist doch schön. Bam. Oh, was für Geräusche. Und das Pilzäumel-Ding hier. Das kommt dann hier hin. Ja, den Brunnen kann ich, der kann eigentlich weg. Dann brauche ich hier keine Sau mehr. Ja, dann mache ich das hier. Warte mal hier. Ist das eine Höhe? Ja, da wäre es eine Höhe. So. Bin ich mal gespannt, ob die Bienen hier wirklich arbeiten im Winter. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? Wenn die im Winter schön... Winterbienen? Gibt es sowas? Kenne ich nicht. Ich glaube nicht. So, ab ins Bett. Geburtstag habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. Ich kriege ja auch nichts. Dann kriegen die von mir auch nichts. So. Puh. Gut, ein bisschen was verdienen, nicht viel. Ja. Ding dong. So, ein wundervoller, neuer, ein sonniger Tag. Ah, vielleicht kommen die jetzt raus, Tiere. Das gestern war dann also quasi ein schlechter Tag. Ich dachte, das sieht dann immer so aus, mit dem Schneemann, das Symbol. Schneit halt nicht. Na, da bin ich mal gespannt, ob die heute rauskommen. Da. Hm, kommt ihr heute raus? Ist es euch genehm, das Wetter? Das wäre natürlich richtig gut, ne? Wenn die jetzt rauskommen würden. Oh, super. Was ist aber los? Zieht euch warm an. Okay. Das finde ich schön. So, dann haben die gleich mal einen größeren Bereich. Vor allem, wenn die natürlich jetzt auch außerhalb fressen. Das wäre natürlich richtig super. Da nicht das Futter von hier brauchen. Das würde mich natürlich richtig freuen. Ah, meine Tasche ist wieder voll. Absolutes Dauerproblem.
Da muss ich ja mal was verkaufen. Oh. Okay. Das, das und die Supermilch. Dann sammeln wir die Milch ein und dann draußen war das Glöckchen. Klopfen wollte ich gerade sagen. Bimmeln. So, dann schauen wir mal zum Sprinkler. Jetzt bin ich gespannt. Komme ich hier durch? Sehr schön. Und der Honig wird wirklich produziert. Das ist krass. Okay. Ah ja, okay. Also so, wie ich es gedacht habe. Im Endeffekt zwei Felder um sich rum. Also eine Reihe mehr, als der andere Sprinkler macht. Gut, damit kann ich arbeiten. Das ist jetzt eh nur so ein Probefeld, das wird eh wieder abgerissen. Dann schauen wir doch mal bei Angela vorbei. Ich weiß gar nicht, hat die heute auf? Ich hoffe ja. Habe ich hier noch Platz? Natürlich nicht, also bring ich ja mal was weg. Aha. Oh Mann. Weil dann mache ich das hier zu einem Dingsfeld halt eben. Also nur für nur Felder. Also nicht alles, aber überwiegend. Wir können die Sprinkler erstmal rein. Die brauche ich. Ja, die brauche ich nicht mehr, ne? Ich kann es auch verkaufen. Das ist, was soll ich damit? Was soll ich damit? So, erstmal hier das ganze Zeug rein hier. Zack, zack, zack. Oh, die rote Farbe. Hat Holz nicht, aber der Stoff kann hier rein, ja. Den Brunnen muss ich mal irgendwo hinstellen. Ja, ich stelle den erstmal irgendwo hin, damit er raus ist. Stehe ich erstmal hier hin. Stelle ich erstmal hier hin. So. Dann werde ich mal schauen, wie viele Sachen es im Winter anzubauen gibt. Dann laufe ich erstmal schön vorbei. Noch eine andere Idee. Pass mal auf. Das ist auch, es ist schon schlimm mit mir. Ihr habt es nicht leicht. Das ist, kann mir schon vorstellen, dass ihr da manchmal sitzt und denkt, ja, nun mach das doch. Mach das doch erstmal. Nein, dann kommt wieder was anderes in meine Hirnwindung und dann muss das erstmal erledigt werden. So, jetzt kommt hier das Silo weg. Und das hole ich mir runter, nach unten. Einrichtung. Abbauen, jawohl. Genau, Futter mitnehmen. Dann kommt der Teil da nach unten hin. Ich glaube, das ist viel besser. Doch, doch. Ob man das später auch abbauen kann, glaube ich nicht, ne? Vor allen Dingen später ist viel, viel später, weil bis ich das alles zusammen habe. Holla, die Waldfeder. Vergeht ja nochmal eine Saison wahrscheinlich. Dass das alle Erd zusammen hast. So, da kann das olle Futtersilo doch hier hin. Könnte da hin, wenn das ja nicht stehen würde. Der Baum, weg. Fort mit dir. So. Ja gut, red ich mit, ich gib's ja nicht. Bah, mach hin da. Das ist doch ganz schick, oder? Ich find's gut. Futter rein, perfekt. Na, wir sind mal gleich in der Nähe. Sehr schön. So, jetzt aber mal ab zu Angela. Ja. Süßes Kätzchen. Okay. Düpp, düpp. Hat die heute. Ne, der Dienstag ist, glaube ich, zu, ne? Ja. Gemischt waren. So, das ist im Frühling, Sommer und Winter. Herbst und Winter. Das ist alles für den Winter. Winter. Pak Choi. Winter. Rettich. Alles Winter. Krass. Winter. Chinakohl. Winter. Ja gut, das ist eh Dings. Also, gibt es wie viele verschiedene Sachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puh. Also 7 Felder Minimum. Wenn ich alles anbauen will. Das ist schon nicht ganz wenig. So viele Felder waren das jetzt eigentlich beim Dings? Moment mal. So, ich war jetzt nochmal kurz schauen, wie viele Felder das eigentlich sind, die der Sprinkler da bewässern kann. Das sind 24 Stück. Das heißt, ich kaufe von
Jedem Zeug 24. Ja. Alles 24 Mal. Und dann mache ich von für jedes Saatgut ein Feld. Dann haben wir alles angebaut. Besser geht doch gar nicht, oder? Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Man muss ja auch nicht übertreiben. Klettersamen, okay. Nee, eins nicht. Sehr schön. Brokkoli, der leckere Brokkoli. Jedes Kind mag Brokkoli. Nein, ist nicht so. Halt. Ah, Chinakohl. Haben wir. Ja, ein paar Saaten. Wobei, ich glaube, ich habe noch irgendwelche Pilze. Leckerlis können wir mal kaufen. Haustier-Leckerlis reichen. Es muss nicht Premium sein. So, mal hier ein Leckerli. Dummi, na, da brauchen wir erstmal alles nicht. Ja, das ist doch schön. Dann gehe ich jetzt zurück. Gehe nochmal ins Museum. Nicht ins Museum, sondern ins Rathaus. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Belohnungen. Oder es gibt gerade irgendeine Quest für die Stadt. Ich weiß nicht, ob wir da schon komplett durch sind. Weil mir wurde ja schon mal gesagt, dass gar nicht mehr so viel Story kommt. Das wäre schon ein bisschen sehr schade, muss ich sagen. Okay, das haben wir. Und welche Schürfer. Oh, das ist gut. Meine Taschen sind voll. Nee, da gibt es Oreikal-Kost-Dingsbums. Das ist cool. Was gibt's hier? Rote Zauberblume. Ja, hier kriegst du, habe ich. 1000 Gold. Leichter kann man die nicht verdienen. Ja, hier muss ich noch was abholen. Dann mache ich mal später. Und nächste Folge bauen wir dann die Felder auf und pflanzen alles ein. Das wird ganz cool. Da bin ich mal gespannt. Ich werde dann noch... Ja, ich muss ja im Endeffekt ja noch 6 Sprinkler machen erstmal. Dann legen wir das alles schön an mit Wege und Zäune und die Felder. Ich glaube, das wird ganz cool. Das wird hübsch. Und dann werden die ganzen Fertiger auch mal umgesetzt. Ob das nächste Folge schon klappt, weiß ich nicht. Mir gefällt das voll gut mit dem Silo hier, ne? Ja. Lasst euch überraschen, was nächste Folge passiert. Ich lasse mich auch überraschen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.